13. Oktober gehört das Kulturzentrum Dr. Frezinowatz in Neufeld ganz den Hobbykünstlern. Ermöglicht hat das Neufeld Kultur, allen voran Barbara Tschirk und Kurt-Michael Strametz. Diese Ausstellung ist eine generationenübergreifende Veranstaltung, was auch die Aussteller selbst spüren. Ich muss sagen, ich war voriges Jahr das erste Mal und es ist so eine liebe, familiäre Atmosphäre, also es ist einfach ganz toll. Man kommt her und hat das Gefühl, man ist unter Freunden, also ganz was Besonderes. Ganz toll organisiert, die Menschen haben die Stände alle so schön hergerichtet, viele Gäste da, gefällt mir. Irrsinnig viele verschiedene Sachen, die Leute sehr freundlich, tolle Sache. Ja, mir gefällt es eigentlich sehr gut da. Und es ist so verschiedene Sachen, was ausgestellt werden, immer interessant. Und das Angebot ist wirklich vielfältig. Da ist zum einen Petra Berger. Sie produziert Kunstwerke aus Treibholz und Naturmaterialien. Aber wie ist sie zu diesem Hobby gekommen? Wie kam ich dazu? Das ist eigentlich durch eine Krankheit entstanden. Also ich war berufsunfähig und habe dann irgendwas gesucht, was ich zu Hause machen kann, was mir Freude macht. Und ich bin dann ganz viel mit unserem Hund in der Leiter spazieren gegangen, im Fluss, und habe dann die Treibholzsachen gefunden und habe mir gedacht, das liegt dort so unbeachtet herum. Und das ist einfach schade, weil das so schön ist. Und aus dem muss man, die muss man aus einem anderen Blickwinkel betrachten. Und so ist es eigentlich entstanden. Gabi Entfellners große Leidenschaft ist die Strickerei. Und das schon sehr lange. Mit 5 Jahren habe ich schon gestrickt und gehäkelt. Das hat mir meine Großmutter und meine Mutter beigebracht. Das habe ich immer gemacht. Das war immer eine Lieblingsbeschäftigung von mir. Und seit ich vor 5 Jahren dann krankheitshalber in Pension gegangen bin, jetzt habe ich natürlich noch mehr Zeit dafür. Brigitte Schulz zeigt ein großes Spektrum ihrer Hobbykunst. Diese erstreckt sich von Gehäkelten bis zu Acrylbildern. Ja, eigentlich war das immer schon mein Wunsch. Und wie ich in Pension gegangen bin, habe ich gedacht, das ist die letzte Chance, mein Hobby zu ausüben. Und dann habe ich begonnen langsam und mit Kursen dann. Thomas hat immer erweitert mein Wissen. Und Andrea Koller hat sich ganz der Schmuckerzeugung verschrieben. Ich bin auf Rehab gewesen und da habe ich das gelernt praktisch. Also dort wurde es mir gezeigt und habe ich Liebe dazu entdeckt. Es werden aber nicht nur die fertigen Produkte gezeigt, sondern auch die Entstehung der Kunstwerke kann beobachtet werden. So kann man etwa Rudolf Buchecker über die Schulter schauen oder vor Ort das Klöppeln erlernen. Und wer selbst etwas Kunstvolles machen möchte, der kann gleich relativ schnell ein Schleuderbild produzieren. Für jene Besucher, die es etwas ruhiger angehen wollen, gibt es auch kulinarische Köstlichkeiten. Haben Sie doch die Gewissheit, dass Sie damit die Hochwasseropfer in Kritzendorf unterstützen.